Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich total. Ich habe nämlich gestern ein Teddy-Haul gemacht. Ja. Und mein Handy war gestern leer. Mal wieder. Also es ist eigentlich gefühlt immer leer. Aber ich habe es jetzt über Nacht laden lassen. Und ja, dann zeige ich euch das jetzt einfach mal, was ich ein bisschen geshoppt habe. Mein Mann musste ja dabei sein. So. Dann packe ich mal aus. Also, ich habe das gesehen und fand das gut. Und ich fand das nämlich total niedlich. Also, so ein bisschen was für mein anderes Hobby. Obwohl ich ja eigentlich ein bisschen gestresst von meinem Stash bin. Aber ich fand es toll. Ich fand das total niedlich. Das ist so ein Panda. Ich fand das einfach total cute. Hier hinten sind auch die, überall schon Hundehaare, Wahnsinn. Da hinten sind auch die Farbtöpfe. Und ja, das hat 3 Euro gekostet. Oh, ich fand es einfach echt niedlich. Und das wird auf jeden Fall ein süßes Snacky sein, was mal nach Zahlen angeht. Meine anderen sind ja auch immer ein bisschen größer irgendwie. So, und dann habe ich, das fand ich nämlich total cool, weil ich ja auch Restfarbe habe von Malen nach Zahlen, habe ich diese Leinwände, also da ist wirklich keine Farbe dabei oder so. Das fand ich ganz cool, einfach für Restfarbe. Und ja, irgendwann wird das dann halt auch fertig, ne? Je nachdem, was ich für Farben habe. Dann gab es hier einmal noch ein Faultier mit, das fand ich total lustig. Das fand ich total lustig hier. Dann habe ich hier auch noch ein paar Vögelis. Fand ich auch ganz cool. Auch Rest. Auch für 2,55 sind die jeweils. Fand ich ganz cool. Irgendwie. Dann musste ich die Restfarbe nicht wegschmeißen oder so, weil ich habe die sonst dem Kindergarten gegeben, aber die sind, die haben aktuell sehr viel. Und einmal nochmal Blumen. Das fand ich auch ganz cool. So, dann haben wir was für meinen Mann noch mitgenommen. Mario Dose für seinen Stream, weil ich habe es bemängelt, dass das immer ziemlich blöd aussieht, wenn er streamt und dann was aus der Flasche trinkt. Das sieht immer richtig Banane aus. Mag ich nicht. So. Dann etwas für unser Bauchli. Marshmallow Schokobananen. Ich probiere jetzt auch mal ein. Muss mein Mann ja nicht wissen. Ne? Und dann kriegt er die Packung. Also, naja, so wie es da drauf steht, ist es jetzt nicht ganz, aber es ist gut. Die sind lecker. So, mein Mann ist ja auch ein bisschen romantisch veranlagt. Fand ich ganz süß. Hat er das hier noch mitgenommen. Das kommt ins Wohnzimmer. So, dann habe ich einen Stickrahmen nochmal besorgt. Für 1,55. Dann kann ich das, also wir fahren nächste Woche wieder eine Strecke und ich nehme dann immer gerne mein Stickzeug mit und dann kann ich das reinmachen. Je nachdem. Ich weiß noch nicht, weil es Vordruck ist, ob das klappt oder nicht. Ich denke nicht, aber ich kann es einfach mal probieren. Sonst mache ich da mein Garn drin oder so. So. Dann habe ich noch was für mein Perlensticken nochmal geholt. Ich kann ja bei Pastell-Textmarkern auch nicht vorbeigehen. Es ist irgendwie ganz schlimm. Und ich fand die Sprüche einfach darauf irgendwie ganz süß. ich brauche die Textmarker, um abzustreichen, was ich schon gestickt habe oder nicht. Und die anderen, die ich habe, die sind schon leer. Mit Kugelschreiber hat mir das nicht so gefallen. Das sieht auch nicht so ganz cool aus. Und ja, genau deswegen. Fand ich ganz cool.
So, die Müllbeutel dürfen auch immer nicht fehlen. Kann man mit einpacken. Dann habe ich einmal einen Stempel. Ich fand das total toll. Stempel habe ich geholt. Ja. Und nochmal diese Stempel. Und die möchte ich dann halt immer auf das Paket, Paket drücken. Wenn ihr dann irgendwie Pakete von mir bekommt oder so, dann habt ihr was Süßes auf dem Paket. Okay, dann haben wir einmal nochmal so einen Quietschball für Doggo. Er hat Spaß daran gefunden mit so Quietschbällen. Hat auch 1 Euro gekostet, war auch okay. So, dann hat mein Mann sich hier Magnetstreifen noch bestellt, wofür auch immer. Kann ich euch gar nicht sagen. ja, wird schon so seine Dinge haben. Dann fand ich dieses Glas ganz cool. Ich liebe diese Gläser. Und da wollte ich unser Proteinmüsli reinmachen. Da passt nämlich ein bisschen mehr rein als das, was wir aktuell haben. Und dann sieht das noch ein bisschen geordneter aus. Dann hat er sich hier einmal so einen langweiligen Druckluftreiniger geholt. Also mein Mann hat sich irgendwie nicht so coole Dinge gepackt. Irgendwie verstehe ich gar nicht. Ne? So. an diesem Hamster konnte er auch nicht vorbeigehen. 17 Euro, Kuschelfreund. Der ist auch groß. Wir haben noch einen, der heißt Nuss. Und der wird wohl Hasel oder Häsel nennen, weil Farbe passt. Und dann haben wir hier Haselnuss. Ja, also an sowas kann er auch nicht vorbeigehen. So, und dann habe ich hier einmal nochmal, total cute, ein kleines Alpaka, Einhorn, Unicorn. Da ist auch Farbe dabei. Ich glaube, da kann man sich sogar aussuchen, wie man das malen möchte. Und die Töpfe sind sehr, sehr groß, dafür, dass das Bild einfach so winzig ist. Das heißt, ich habe halt wieder Farbe für die Rest, für die Leinwände. Ja, achso, genau, Ladekabel hat er sich noch. Also ihr seht, mein Mann hat sich total langweilige Sachen ausgesucht, außer das ist cute. Aber Müllbeutel und Druckluftreiniger und Magnetstreifen, ja, finde ich jetzt nicht so spannend. da finde ich meine Sachen schon ganz cool. Ja, genau, das, auf das hier freue ich mich. Ich habe jetzt irgendwo, genau, hier Stempelkissen habe ich auch. Genau, und dann probiere ich das. Warte, ich probiere das doch mal aus. Ob das überhaupt funktioniert. Du bist toll. Oh, ich glaube, da muss ich noch üben. Oder ist das Pad ein bisschen zu klein dafür? Du bist toll. Ja, ich liebe es. Genau, das werde ich mir mit ins Büro nehmen. Ich liebe es. So eine kleine Nettigkeit auf den Paketen. Finde ich total cute. Ja, du bist toll. Mal gucken. Hier haben wir noch Schweini. Ja, diese Verpackung fasse ich aber auch. Oh, noch mal, okay. Nehmen wir Schweini.
Ja, gleich fahren wir auch zum Wertstoffhof. Ja, ein Schwein. Wie cool. Ja, klar, ist ein Schwein, aber es ist cool. Sehr cool. Ja, da bin ich gespannt. Da freue ich mich drauf. So Kleinigkeiten. Ja, genau, das war mein kleiner Teddyhole. Vielen meiner Zahn. Ich hatte auch Diamond Painting gesehen, weil die hatten nur runde Steine und die Motive haben mir auch nicht zugesagt. Und bei Diamond Painting ist das sowieso so krass bei mir tatsächlich mit dem, dass mein Stash zu groß ist. Und ich ja, und ich habe wirklich noch so viel. Ich bin aktuell immer noch dabei mit Doggo. Und danach gucke ich mal, was ich als Bild mache. Genau. Danke sehr schön. Mein Gott. Dankeschön fürs Zuschauen. So, lasse ich auch drin, schneide ich nicht raus. Und habt einen schönen Samstag und Sonntag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Auf jeden Fall habt einen schönen Tag und habt ganz viel Spaß. Ciao, tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss.